Also dann als weiteren Zugangspunkt wäre da noch diese sagen, beginnen wir so. Nehmen wir an, wir hätten ein Mädchen, das ist, sagen wir, noch jugendlich, ist vielleicht 22 bis 25 Jahre, hat Psychologie mit Auszeichnung bestanden. Und dann stößt sie auf irgendeinen Bruder oder Verwandten, der seit 20, 30 Jahren Schwierigkeiten hat in seinem Familienleben, zum Beispiel die hintergehorchen nicht, sind entfremdet und was weiß ich, die Frau geht fremd oder hat schon einen anderen Lebenspartner. Und er schneidet das immer an, wenn er, sagen wir, er ist manchmal betrunken und schneidet das Thema an, kann sich aber nicht gut ausdrücken und redet im Grunde für sie immer das Gleiche und kommt darüber nicht. Das heißt, er schafft es nicht, über den Schatten zu springen, das einmal in eine kompakte Erzählung zu gestalten und dann zu äußern, wie es ja meistens wirklich der Fall ist. Dann wird sie versuchen, ihm eine Hilfestellung zu bieten, indem sie seine eigene Geschichte einmal im Kopf fasst, auffasst, welchen Eindruck sie hat und dann ihm ganz schüchtern und irgendwie hilfsbereit versucht zu erzählen. Und dann geschieht Folgendes. Zuerst bildet sich wahrscheinlich ein Abwehrmechanismus, da wird er sagen, ja, was willst denn du damit reden? Du hast ja überhaupt kein, du hast ja gar keinen Einblick. Was weißt denn du, was in mir vorgeht? Dann, wenn sie sich weiterhin Mühe gibt, sagen wir, sie zieht sich diskret im richtigen Zeitpunkt zurück, zerstört das Vertrauen nicht, bildet noch einmal einen Anlauf und einen Giftfluss und bildet das noch besser. Und sagen wir, es ist nicht nur verbal, sondern auch verbal zur gerechten Zeit angebracht. Dann, wenn es einmal passt, zum Beispiel innerhalb einer Wanderung oder in einen Rahmen in einen passenden hineingeprägt, diskret sozusagen, versucht sie es noch einmal. Und sobald sie dann etwas zu schildern beginnt, was sie genau glaubt, analysieren zu gekonnt zu haben, wird der wieder sagen, ja, irgendwie hast du uns schon recht, aber das ist ja ganz anders. Also ich habe einen ganz anderen Eindruck. Ich meine, sicher, im Grunde stimmt schon, was du sagst, aber du musst es ganz verschieben, die Schwerpunkte. Also ich sehe das ganz anders. Den, dass du es gut bezeichnest, sehe ich als ganz schlecht und den, dass du es schlecht bezeichnest, ganz gut. Also irgendwo, ich meine, du magst schon recht haben mit den ganzen Büchern und so weiter, aber die Schwerpunkte und das, wo das Gefühl ist und worauf ich hinaus wollte und wo das Machtgefüge ist und das Streben des Lebens, das ist genau umgekehrt, wie du das siehst. Okay, dann wird sie wieder abbrechen und wird einen dritten Anlauf versuchen. Dann werden sie sich zum Teil in konkreten Punkten schon näher kommen und zu streiten beginnen. Und dann plötzlich gerät eine Dynamik der Untreue, des Untreueverhaltens zutage. Das heißt, er wird dann erklären, einmal zur Erklärung versuchen zu kommen, dass er einmal wirklich eine Viertelstunde erzählt, wie er dieses Problem sehen würde. Er ist der Arme, er jammert und die anderen sind die Schurken und so weiter. Okay, jetzt sagt er das und hier nimmt das in einem mittels eines Diktiergerätes auf. Dann geht sie nach Hause. 2 Tage später kommt sie wieder mit dem Gesagten, trägt einfach das Gesagte so, wie er das formuliert haben wollte und selbst ausgesprochen hat, wieder vor. Dann wird sich dieser in eine Dynamik der Untreue bewegen und sagen, genau umgekehrt. Also so habe ich das niemals gesehen. Das heißt, man kommt dann zu nichts mehr. Das heißt, weil der Eindruck ist etwas sehr Untreues. Das heißt, das Geschehen, das Wahrhaftige ist ja nicht mehr zu leugnen, weil es geschehen ist, weil es vorbei ist, die Handlung ist abgeschlossen, die Attribute sind nicht mehr. Also alles, was glänzt, ist schon vorüber. Es ist vielleicht keine Sonne, es ist Schatten und es ist Nacht. Das heißt, man kann darüber ja über die Wirklichkeit vergangenen Auswüchse nicht mehr, das hat man nicht, das hält man nicht mehr in der Hand. Sehr wohl hält man aber den Eindruck in der Hand, dass man immer wieder sagen kann, ja, du hast recht, so ist es geschehen, aber ich habe davon einen ganz einen anderen Eindruck gehabt. Ganz genau, also genau umgekehrt. Das heißt, die Suggestionswirkung
Die Propagandamechanismen wirken nicht auf das Bild, nicht auf die Realität, nicht auf die Wirklichkeit des Geschehens, auf das Event oder auf das Attribut oder auf die Methodik, sondern sie wirkt auf die Eindrücklichkeit. Also beeinflusst wird der Beeindruckungsmechanismus und nicht der Bildschaden. Also nicht durch Bildschaden wird die Welt entstellt. Die Welt wird entstellt durch Suggestionskraft auf die Eindrucksfähigkeit oder auf das Vermögen, sich Eindrücke zu bilden.